Hallo zusammen, Dr. Deutsch hier. Wissen Sie, wann man das höchste Testergebnis im Test DAF bekommt? Ich habe eine klare Antwort. Wenn man ein deutliches Ziel hat und jede Gelegenheit nutzt, dieses Ziel zu erreichen. Stellen Sie sich jetzt die folgenden Fragen. Was habe ich heute für ein gutes Testergebnis gemacht? Wie viele Aufsätze habe ich während meiner Vorbereitung geschrieben? Wie viele Mustertests habe ich gelöst? Habe ich Audioaufnahmen von meinem mündlichen Ausdruck gemacht? Habe ich überhaupt laut und für die Zeit gesprochen? Ließ ich meine Audioaufnahmen und Aufsätze korrigieren? Seien Sie jetzt mit sich selbst ehrlich und objektiv. Können Sie wirklich sagen, dass Sie Ihre Vorbereitungszeit optimal und produktiv genutzt haben? Die Antwort auf diese Frage wird Ihre Note im Test bestimmen. Unglaublich, aber es ist tatsächlich so. Erfolg hat nur drei Buchstaben. Tun. Verbunden mit klaren Teststrategien ist es eine fast hundertprozentige Garantie, dass der Test erfolgreich bestanden wird. Und zwar sehr erfolgreich. So ein Beispiel möchte ich Ihnen aus meinem vorigen Intensivkurs anführen. Also hier ist das Testergebnis einer Studentin von meinem Intensivkurs. Angenehm zu sehen, stimmt? Sind Sie vielleicht auch ein bisschen neidisch, ja? Aber jetzt überlegen Sie sich, wie viel Mühe, Konzentration und Fleiß so ein Ergebnis gekostet hat. Nein, überlegen Sie sich nicht. Ich zeige es Ihnen jetzt. Sehen Sie mal hier, das ist die Arbeit am Leseverstehen. Sowas nenne ich eine aktive und harte Arbeit. Alles ist anschaulich, analytisch und detailliert. Alle Schlüsselwörter, alle Antworten sind im Text markiert. Sehr viele Mustertests, eine Unmenge Texte. So viel Mühe, aber schließlich hat es sich gelohnt, nicht wahr? Und das ist hier das Hörverstehen. Nicht schlechter, stimmt? Ganz tüchtig gearbeitet. Ich kann mir nur vorstellen, wie lange so eine Arbeit dauern kann. Das sind hier meine Korrekturen. Auf alle meine Hinweise hat die Studentin geachtet. Alle Strategien genutzt. Und ich kann wirklich sagen, dass es gut funktioniert hat. Hier ist der schriftliche Ausdruck. Das sind einfach meine Lieblingskunstwerke. So ein Spaß, dem Gedanken zu folgen, perfekte Struktur, reichen Wortschatz zu genießen. Sie können es sich gar nicht vorstellen, wie viel Mühe und Schmerz es gekostet hat, auf so einem Niveau schreiben zu lernen. Ein ständiger Kampf mit den muttersprachlichen Wendungen. Manchmal ging es wirklich kompliziert, aber schließlich haben Sie das Ergebnis gesehen. Und zuletzt ein kleines Interview-Feedback über den vorigen Intensivkurs. Hallo, ich heiße Uliana und am 12. September habe ich das DAF abgelegt. Während der Vorbereitung auf diese Prüfung habe ich mich eine Menge von YouTube-Videos angeschaut, um die Vorstellung zu bekommen, welche Struktur diese Prüfung hat, welche Aufgaben zur Verfügung stehen. Und auch sehr wichtig für mich war, die einige Beispiele zu sehen und die echt wirkende Strategie für mich finden. Und das alles habe ich auf dem Kanal von Dr. Deutsch gefunden. Und wenn dort ein Video über Intensivkurs zum Test DAF erschienen hat, habe ich sofort entschieden, in diesem Kurs teilzunehmen. Dieser Kurs dauerte 10 Tage, zwar von 26. August bis 6. September. Am Wochenende hatten wir keinen Unterricht, aber wir hatten natürlich Hausaufgaben zu erfüllen. Jeder Unterricht musste eine Stunde dauern, aber Dr. Deutsch hat sehr
oft extra Zeit genommen, um schwierige Aufgaben zusammen zu lösen oder auf die unsere Frage zu antworten. Unser Intensivkurs wurde in einer kleinen Gruppe von 6 Menschen durchgeführt, was ich für einen großen Vorteil finde, weil es ist immer lustiger und interessanter zusammenlernen. Wir konnten uns gegenseitig korrigieren, unterstützen und ja, wofür ich meinen Kommilitonen sehr dankbar. Wir haben alle Aufgaben von TestDaF zusammen methodisch durchgeführt. Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, die Aufgaben in ganz freundlicher Atmosphäre lösen probieren. Darüber hinaus haben wir eine Menge von Ratschlägen zu jedem Teil von TestDaF bekommen. Alles war sehr hilfreich, um echt wirkende Strategie zu entwickeln. Diese Übungen haben die Sicherheit in meine Kräfte und in meine Deutschkenntnisse erhöht und außerdem haben sie mir geholfen, mich weniger nervös auf die echte Prüfung zu fühlen. Besonders hilfreich waren für mich die Übungen zum mündlichen Ausdruck. Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, sich in jedem Aufgabe probieren. Wir haben zuerst die wichtigen Redewendungen besprochen, die Ideen gesammelt und nach dem Sprechen jeder hat die Kommentare und die Korrektur von Dr. Deutsch bekommen. Nach dem jeden Unterricht haben wir die Hausaufgaben bekommen, um unsere Kenntnisse zu festigen. Der Umfang war genauso, um genug zu trainieren und dabei nicht zu überfordern, also nicht sehr wenig und nicht zu viel. Gewöhnlich waren es verschiedene Musteraufgaben für TestDaF. Alle von unseren Hausaufgaben waren sehr schnell korrigiert und zudem wurden sehr wertvolle Kommentare gegeben. Ich war mit diesem Kurs außergewöhnlich zufrieden und sehr begeistert und möchte mich nochmals Dr. Deutsch dafür bedanken. Möchten Sie sich auch so ein Testergebnis, aber wissen nicht, womit Sie anfangen sollen? Sie haben keine Beispielaufgaben und Mustertests? Möchten Sie die letzte Woche vor der Prüfung auch so eine harte Arbeit leisten? Die Korrekturen von Ihrem schriftlichen und mündlichen Ausdruck bekommen? Schreiben Sie sich an meinem Intensiv-Interaktiv-TestDaF-Kurs. Effektiv.